Es gibt schlechte Nachrichten. Die Erde wird wieder langsamer. Oh Gott, die Erde dreht sich langsamer. In den letzten Jahren hat sie sich eigentlich immer schneller gedreht. Sie wurde immer schneller und die Tage wurden immer kürzer und kürzer. Und jetzt werden die Tage wieder länger. Was hat das zu bedeuten? Wie geht man damit um? Was sagt die Wissenschaft? Und vor allen Dingen, was sagen wir dazu? Zunächst einmal fangen wir mal ganz von vorne an. Die Erde ist ja eine Kugel. Ja, sie ist eine Kugel. Ja? Und sie dreht sich. Sie dreht sich um die eigene Achse. Jetzt ist die Erde aber keine homogene Kugel, also praktisch sowas wie eine Eisenkugel, wo das Material gleichmäßig drin verteilt ist, sondern sie ist eine Kugel, auf der was passiert, in der vor allen Dingen auch was passiert und ja auch mit der was passiert im Universum. Es gibt also ganz verschiedene Gründe, die dazu führen könnten, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Erde um ihre Achse sich verändert. Könnte ja zum Beispiel ein Himmelskörper an uns vorbeiziehen und könnte die Erde dabei aufdrehen, ein Drehmoment auf die Erde ausüben, dabei würde sie schneller drehen. Oder eben in die andere Richtung fliegen, dann würde sie sich langsamer drehen. Also es könnte Drehmoment in der einen wie in der anderen Richtung ausgeübt werden. Schön. Ja, was könnte noch passieren? Die Massenverteilung auf der Erdoberfläche könnten sich verändern. Zum Beispiel, wenn man es ganz genau nimmt, könnte es so weit gehen, dass wenn der Wind gegen ein Gebirge drückt, dann hätte man schon womöglich eine andere Massenverteilung auf der Erde, auf der Erdoberfläche. Und das müsste dann dazu führen, dass dieser rotierende Kreisel, den wir da haben, der ja so leicht geneigt sich durchs Universum bewegt, dass der sich in seiner Rotationsgeschwindigkeit ändert. Oder hier noch besser, im Inneren der Erde. Wir haben ja den inneren Erdkern fest. Um den inneren festen Erdkern haben wir den flüssigen Erdkern. Dann haben wir den Erdmantel und dann haben wir die Erdkruste. So. Und in dem Erdmantel bewegt sich ja ständig Gesteinsmaterial auf und ab und auf und ab. Und dadurch ändert sich natürlich auch das Gravitationsfeld der Erde und dadurch müsste sich eigentlich auch die Rotation der Erde verändern. Alles das kann man messen. Es heißt sogar, dass zum Beispiel das Aufstauen von Wasser in großen Stauseen durchaus die Erdrotation verändert. Übrigens ist interessant, dass die Rotationsachse der Erde, die ja heute 23,7 Grad hat, und die präzidiert, wie bei so einem Kreisel, die präzidiert nicht nur, sondern sie nutiert auch, das heißt, sie kippt so ein bisschen, aber sie bleibt stabil, dass die Präzision dieser Rotationsachse was damit zu tun hat, dass die Erde den größten Mond hat, relativ zu ihrer Größe, zu ihrem Planetengröße im ganzen Sonnensystem. Ohne den Mond würde sich die Erde offenbar ja sowieso schneller drehen, weil die Gezeitenreibung sie ja abgebremst hat. Und man kann sich gut vorstellen, dass ohne den Mond zum Beispiel auf unserem Planeten viele Lebewesen in jeder Hinsicht sehr flach wären, weil die Winde so stark wären. Also so einen Mond, wie wir ihn haben, sage ich immer, hat dienstgradmäßig, steht der uns gar nicht zu. Den müsste eigentlich der Jupiter haben. Ja, ich meine, das ist ein Brecher. Also mit 1/18 Erdmasse ist das ein echter Brecher. Und der führt dazu, dass die beiden gemeinsam sozusagen die Rotationsachse der Erde stabilisieren. Also insgesamt, summa summarum, muss man sagen, man könnte durchaus davon sprechen, dass die Rotation der Erde gar nicht so konstant ist, wie das unsere Uhren zum Beispiel fordern. Wir haben ja unser Leben nach der Uhr ausgerichtet, also nicht nach der Zeit im Allgemeinen, der kosmischen Zeit zum Beispiel, die vor 13,82 Milliarden Jahren mit dem Urknall begonnen hat, oder nach irgendwelchen Naturzeiten wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das war früher mal der Fall, sondern wir richten inzwischen unsere Welt ja exakt nach der Uhrzeit aus. Der wesentliche Effekt, der die Erdrotation am stärksten beeinflusst, ist natürlich die Gezeitenbremse. Also die Gezeitenbremse, die dadurch zustande kommt, dass die Erde den Mond so anzieht, wie der Mond die Erde, und dass die Sonne die Erde und den Mond so anzieht, wie die Erde und der Mond die Sonne. Die drehen sich nämlich alle gemeinsam um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Und dabei tritt ein Drehmoment auf, das insgesamt zu einer Verlangsamung der Erdrotation führt. Und zwar um 17 Mikrosekunden am Tag. Das ist so. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Das ist der Effekt schlechthin. Nun, 17 Mikrosekunden angesichts der Genauigkeit, mit der wir heute die Zeit messen können, ist das schon eine Ewigkeit. Ja, wirklich. Denn heute misst man ja Zeit mit Atomuhren. Heute geht man in die Materie hinein und schaut sich an, wie ein Elektron von einem Energieniveau zu einem anderen oszilliert. Das kann man ziemlich genau messen.
Dabei gibt es eine gewisse Zeitskala. Dieser Übergang braucht eine gewisse Zeit. Und eine Sekunde ist das 9.192.631.770-fache dieser Zeitskala. Und nachdem man das ziemlich genau vermessen hat, bei sehr, sehr vielen Cäsium-133-Atomen, hat man dann festgestellt, das ist die ideale Uhr, um ein für alle Mal die Sekunde zu definieren. Man benutzt also heute praktisch überhaupt keine Naturzeit mehr, wenn es um die großen Rhythmen geht. Man benutzt Natur insofern, als man ein natürliches Produkt, nämlich Cäsium, ein Alkalimetall, beim Elektronenoszillieren beobachtet. Solche Uhren sind bis auf eine Nanosekunde genau, haben also eine Genauigkeit von einer Milliardstel Sekunde. Also die Zeitmessung alleine ist schon eine hohe Kunst. Und für alle diejenigen, die sich dafür besonders interessieren, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig, die ist sozusagen diejenige, die in Deutschland sagt, was die Uhr geschlagen hat. Unglaublich, wie genau wir Zeit messen können. Und warum machen wir das? Wir machen es vor allen Dingen deshalb, weil es heute technische Gründe dafür gibt, zum Beispiel die Navigationssysteme, die ja dadurch überhaupt nur funktionieren, dass Satelliten die Erde umkreisen und mit den entsprechenden Empfängern hier unten auf der Erde koordiniert sind. Das heißt, da müssen die Uhren im Empfänger und im Sender, beziehungsweise im Sender und Empfänger, das wechselt ja ständig, die müssen synchronisiert sein. Und dadurch, dass die Satelliten sich um die Erde bewegen, also mit einigen Kilometern pro Sekunde, kommt ein Effekt zum Tragen, den man aus der Relativitätstheorie kennt, dass nämlich schnelle Uhren langsamer gehen als langsame Uhren. Das ist ja interessant. Und zweitens sind die Satelliten weiter weg vom Gravitationszentrum der Erde, ein Effekt, den man in der allgemeinen Relativitätstheorie kennt. Auch da ändert sich dann entsprechend der Uhrzeitgang und das muss korrigiert werden, damit bei der Benutzung von Navigationssystemen es nicht zu haarsträubenden Fehlern kommt. Das ist ja schon mal interessant, dass wir heute zeitlich so auf dünnem Eis leben. Aber man kann sich natürlich noch weitere Fragen stellen. Moment mal, gibt es denn überhaupt eine Zeit auf unserem Planet? Kann ja gar nicht sein. Wenn die Erde sich dreht, wir haben doch Zeitzonen. Alle, die auf der Erde herumgereist sind, das sind wir ja schon fast alle, die kennen doch das. Mein Gott, es gibt die Zeitzone im Westen, es gibt die Zeitzone im Osten. Gibt es denn auch eine Universal Time? Gibt es eine Zeit für alle? Ja, die gibt es auch. Es gibt eine Coordinated Universal Time. Tatsächlich. Das ist die Zeit, an der sich alle Zeitzonen auf der Erde orientieren. Und um die ganz genau zu messen, muss man eben auch ganz genau messen, wie schnell die Erde sich dreht. Deswegen muss man auch ganz genau wissen, welche Effekte es geben könnte, die die Rotation der Erde in irgendeiner Form entweder verlangsamen oder beschleunigen. Und da die Erdrotation sich ja ganz offensichtlich immer wieder verändert, führt man dann regelmäßig, damit diese Coordinated Universal Time genau so bleibt, wie sie ist, nämlich dass also mittags tatsächlich die Sonne sozusagen im Zenit steht, führt man Schaltsekunden an. Es gibt den International Earth Rotation and Reference System Service. Der beschäftigt sich mit der Frage, wie kriegen wir diese technisch so super genau gemessene Atomzeit mit der Erdrotationszeit, also der Sonnenzeit, zusammen. Und da die Erde sich ja eben in ihrer Rotation verändert, musste seit 1970 27 Mal eine Schaltsekunde eingeführt werden, damit diese Art von Zeitenmessungen, also einmal über die Erdrotation und einmal über solche Atomuhren, dass das wieder übereinstimmt. Soweit, so gut. 2016 wurde die letzte Schaltsekunde dazu eingeführt. Seit 2017 ist die Erde aber schneller geworden. Und zwar in jedem Jahr. Und dann musste der Service, wie heißt er so schön, International Earth Rotation and System Service, musste sich über etwas Gedanken machen, was sie bis dahin noch niemals gemacht haben. Nämlich, wie können wir, wenn das so weitergeht, dass die Erde immer schneller wird, dann müssen wir ja praktisch eine Schaltsekunde abziehen. Nur, wie willst du denn das machen? Also zunehmen ist kein Problem, aber das System ist gar nicht ausgelegt für negative Schaltsekunden. Also es gibt offenbar technische Gründe dafür, dass man der Zeit wirklich sehr genau auf die Finger guckt oder vielmehr der Erde sehr genau dabei zuschaut, wie sie sich um ihre eigene Achse dreht. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, was könnte denn alles so passieren mit der Erddrehung? Oder was ist möglicherweise schon alles so passiert? Denn wenn diese natürlichen Vorgänge, also wo wir noch gar nicht da waren, wo es also auch noch keine Technik gab, wenn die laufen ja schon eine Weile. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Woher wissen wir das eigentlich? Was sind eigentlich die Zeitgeber für solche großen Zeiten? Da gab es ja auch noch gar keine Uhren. Wie macht man das? Das macht man über radioaktive Zerfallsreihen. Ja.
Weil man nämlich genau weiß, wie alle Elemente zerfallen, kann man aus den Tochterelementen, also den Elementen, die aus dem Zerfall hervorgehen, kann man das Alter von Gesteinen bestimmen, zum Beispiel. Sowas. Und so kann man ganz tief in die Zeit zurückschauen, weil es überall unbestechliche Zeitzeugen gibt, nämlich Atomkerne, die zerfallen. Und so kann man tatsächlich auch in der Erdgeschichte zurückschauen und kann fragen, gibt es denn irgendwelche Indizien dafür, wie früher der Erdtag gewesen ist? Also wie schnell hat sich die Erde denn da um die eigene Achse gedreht? Denn dass sie sich um die eigene Achse gedreht hat, ist völlig klar. Wenn sie es nämlich nicht getan hätte, dann wäre die eine Seite immer von der Sonne beleuchtet worden und die andere Seite nicht. Das Resultat, die eine Seite wäre sehr warm geworden, die andere Seite wäre natürlich komplett eingefroren. Also so schön, wie unser Planet heute ist, wäre er dann sicher nicht. Die Erde muss sich schon immer gedreht haben bei ihrer Umkreisung um die Sonne. Also offenbar ist das Umdrehen von Himmelskörpern um andere, scheint der kosmische Normalfall zu sein. Aber in der Tat hat man in der Paläontologie, und also in der Erdgeschichte des Lebens, schon einige Lebewesen identifiziert, die sich so intensiv an dem Tag-Nacht-Rhythmus orientieren und dabei chemische Reaktionen freisetzen, also vor allen Dingen Molluskel tun das, bei ihren Abgabe von bestimmten Stoffen kann man genauestens sehen, da kommt der Tag, da kommt die Nacht, da kommt der Tag, da kommt die Nacht. So weiß man, dass vor 400 Millionen Jahren das Jahr 400 Tage hatte, kann man sich gut merken. Vor 70 Millionen Jahren hatte es noch 372 Tage. Das heißt, die Erde hat sich früher viel schneller gedreht. Und das kommt eben tatsächlich durch die Gezeitenkräfte vor allen Dingen. Also durch die Wechselwirkung des Mondes mit der Erde und des Erd-Mond-Systems mit der Sonne. Der Mond war früher der Erde sogar näher. Auch das hat was mit der Gezeitenkraft zu tun. Denn dadurch, dass der Mond sich einmal dreht, während er sich einmal um die Erde dreht, ist er synchronisiert, er zeigt der Erde ja immer die gleiche Seite, wird der Drehimpuls, den die Erde verliert, der wird an den Mond abgegeben. Und da der Mond eben seiner Eigendrehung nichts aufnehmen kann, entfernt er sich allmählich von der Erde. Er war also früher viel näher und entfernt sich aktuell 4 Zentimeter von der Erde. Das ist auch so ein Effekt, der was mit Zeit und Gezeiten zu tun hat. Und dadurch wird die Erde allmählich immer langsamer. Aber früher waren die Tage kürzer und da hatte das Jahr eben auch mehr Tage. Da steht natürlich am Anfang erstmal die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass die Erde sich dreht? Warum? Naja, muss man gucken, wie sind die Planeten entstanden? Also wie ist die Sonne entstanden? Wie sind die Planeten entstanden? Die sind gemeinsam entstanden. Woher wissen wir das? Naja, aus den Gesteinen, aus den Meteoriten kann man ableiten, dass also das Sonnensystem vor 4,567 Milliarden Jahren entstanden ist. Das ist die heutige Altersbestimmung. Das heißt, angefangen hat es vor 4,6 Milliarden Jahren. Eine Gaswolke ist unter ihren eigenen Massenwirkungen zusammengefallen und dabei ist ja der Drehimpuls erhalten geblieben. Und jetzt war alles eine Frage der Anfangsbedingungen. Dieser großräumige Drehsinn, der bestimmt unser Sonnensystem. Der hätte am Anfang auch anders aussehen können. Also das ist ganz, ganz verschieden. Die einen sind so rum, die anderen sind so rum. Also der Drehimpuls, der dreht sich, wie er will, beziehungsweise wie er eben angedreht worden ist. Tatsache ist, dass dadurch, dass ein System auf einmal beginnt zu kollabieren, die Drehgeschwindigkeit zunimmt. Der Drehimpuls ist eine Erhaltungsgröße. Das heißt, das Ganze bildet im Inneren einen Kern und um ihn herum eine Scheibe. Und in dieser Scheibe sind alle Planeten entstanden. Am Anfang erst die Gasplaneten, die Gasriesen, Jupiter und Saturn. Kurz danach dann Neptun und Uranus und die Felsenplaneten eine ganze Weile von Millionen Jahren später durch den Zusammenstoß von allen möglichen Brocken, die zusammen dann die Felsenplaneten aufgebaut haben. Das ist ja nochmal eine Geschichte für sich, großartige Geschichte übrigens, aber das nur am Rande. Aber das Wichtige ist, dass es eben einen großen Drehsinn gab. Und dieser große Drehsinn, der hat mit dazu beigetragen, dass eben bei all den Zusammenstößen von Felsenplaneten, aber auch bei der Bildung von den Gasplaneten im Grunde eine Drehrichtung übrig geblieben ist. So ist es tatsächlich entstanden. Jetzt kann man sich fragen, wie entsteht überhaupt Drehung im Universum? Meistens dann, wenn Massen aneinander vorbeifliegen. Dann üben sie nämlich ein Drehmoment aufeinander aus. Und da der Drehimpuls eine Größe ist, die nicht verschwindet, dreht sich dann eben der eine so rum und der andere so rum. So, zum Beispiel. In der Gaswolke, in einer großen Gaswolke, in der sehr viele Sterne entstehen und unsere Sonne ist entstanden in einem Sternhaufen vor vielen, vielen Milliarden Jahren, wie ich eben sagte. Auch das weiß man von den Meteoriten, aber das nur am Rande. Das heißt, unsere Sonne ist entstanden in einem Haufen von Sternen, die sind aneinander vorbeigeflogen und haben sich gegenseitig angedreht.
Und was dann übrig geblieben ist für den Drehimpuls der Planeten, das hing davon ab, wie schnell das System kollabierte und dann die Planeten bildete. Also, das ist kein kosmisches Rätsel. Es ist eine interessante, wie ich finde, eine interessante Geschichte, dass wir das inzwischen so genau messen können. Aber die Drehung von Planeten ist kein Geheimnis. Heute messen wir die Zeit mit Atomen. Das ist eben der 9.192.631.770-fache Übergang, ja, von einem Cäsium, von einem Elektron, äußeren Elektron im Cäsiumatom. Das ist die Atomzeit. Das gibt überall so. Völlig egal, wo die Sonne steht. Völlig egal, ob Tag oder Nacht. Das ist immer so. So messen wir heute Zeit. Brauchen wir das Fenster gar nicht aufzumachen. Wir können die Uhr einfach laufen lassen. Wir wissen immer, wie viel Uhr es ist. Früher gab es, als es noch gar keine Uhren gab, gab es natürlich trotzdem schon Uhren, weil nämlich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das heißt, man hatte eine Tag-Nacht-Zeit. Klar, man hatte eine Sonnenzeit, logisch. Und die Sonnenzeit und die Atomzeit zu synchronisieren, das ist das große Problem. Die Sonnenzeit hängt ja mit der Rotation der Erde zusammen, während die Atomzeit völlig unabhängig von der Rotation der Erde ist. Und das, die beiden zusammenzubringen, das führt eben leider Gottes immer wieder zu Korrekturen, die eingeführt werden müssen. Weil nur so bekommt man eine Coordinated Universal Time, also eine Zeit, die für alle auf dem Planeten Gültigkeit hat. Das heißt, man hat dann die Präzision der modernen Technik zusammengebracht mit der Rotation unseres Planeten. Und dann stimmen die Uhren wieder. Ist doch toll. Aber das ganze Thema Zeit oder überhaupt diese Genauigkeit, mit der da die Zeit gemessen wird, die ist ja schon sehr beeindruckend. Und man muss auf der anderen Seite aber auch schon sehen, und das finde ich, muss man einfach mal bedenken, dass unsere Rhythmen, also die Rhythmen, die wir empfinden können, also unsere innere Welt, mit der wir Zeit empfinden, das ist ja was völlig anderes. Das ist ja was ganz anderes. Ich habe ja die ganze Zeit immer nur über quantitative Zeiterfassung gesprochen. Aber wir Lebewesen, wir haben eine qualitative Zeiterfassung. Für uns haben die Zeiten ganz unterschiedliche Bedeutung. Die unterschiedlichen Erlebnisräume, die wir haben, ob wir warten oder ob gerade was ganz Großartiges passiert. Und so kann man von bleiernen Zeiten reden, Zeiten, die sich ziehen wie Kaugummi und die Zeit, die im Fluge vergangen ist und so weiter. Das sind alles Qualitätsmomente, die was ganz anderes darstellen als das, was wir technisch mit der Zeit messen können. Also, wir haben uns jetzt über die Oszillationen der Erdrotation unterhalten. Also die Schwankungen der Erdrotation. Und da gibt es ab und zu mal ein bisschen schneller ein paar Jahre, dann wird sie wieder langsamer. Weil sich eben dieser Erdkörper verändert, weil sich die Massen verändern, im Innern, aber auch an der Oberfläche. Und durch diese veränderte Massenverteilung wird dann der Planet eben auch mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Das ist aber alles in einem Bereich, der für uns Menschen jetzt überhaupt nicht von Bedeutung ist. On the long run, also wenn man sich die ganzen großen kosmischen Uhren anschaut, also die Umdrehung des Mondes um die Erde und die Umdrehung und Umkreisung des Erde-Mond-Systems um die Sonne, da spielen sich ganz andere Dinge ab, die die Rotation unseres Planeten schon seit 4,5 Milliarden Jahren beeinflussen. Das sind die großen Zahnräder der riesengroßen kosmischen Uhr, die da ineinander greifen. Und da muss man ganz klar sehen, da wird die Erde nicht schneller, da werden die Tage länger. Vor 400 Millionen Jahren hatten wir 400 Tage im Jahr, vor 70 Millionen Jahren haben wir 372 gehabt, jetzt haben wir 365 und in Zukunft werden es noch weniger werden. Denn in den nächsten 100 Millionen Jahren wird jeder Tag um 38 Minuten länger. Tja, so ist es halt. Die in der Zukunft müssen gucken, was sie mit dieser zusätzlichen halben Stunde machen. Vielleicht sich zum Beispiel so ein Video angucken. Die haben ja dann Zeit.